Yay! Huh? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Hallo und herzlich willkommen zu Wer bin ich? Zusammen mit René. Hallo. Hallo. TGW. Hi. Und dem David. Hallo. Und dem Ben. Ja, genau. Jo. Also wir spielen Wie bin ich, gleiche Regeln wie bei dem letzten Mal, da könnt ihr jetzt auch nochmal reingucken, natürlich ist unten verlinkt und lass der David da. Fängt an. Hm? Lass ein Abo da. Ja genau, ja, das sowieso immer, das ist hier die Grundvoraussetzung. Bin ich ein Mensch? Ja. 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 Das nochmal. Ja, ich muss tippen. Er musste nur nochmal überlegen, hör, was das nochmal Mensch ist. Bin ich real? Bist ja. Richtig real, Junge. Ja. Real okay. Shit, yo. Bin ich weiblich? Nein. Alles klar, ich bin dran. Bin ich ein Mensch? Nein. Nein. bin ich ein Mensch? Nein. Lass mal googeln. Ich hab's nicht über den ärgsten Bullshit. Nein, ist kein Mensch. Ich hab sie gerade vor mir. Nein, kein Mensch. Alles okay. Klar. Alles klar. Gut. Ich fange nicht mit dieser langweiligen Frage an. Bin ich männlich? Ja. Juhu. Da kommt jetzt die Frage, bin ich ein Mensch? Ja. Okay. Da habe ich große Machtauswirkungen. Nicht wirklich. Was siehst du denn als große Macht? Ja, habe ich Macht über irgendjemanden? Bin ich ein großer, soll ich sagen? Ja, halt. Nein. No. Nee, würde ich nicht sagen, nein. Gut. Unbedeutender Mensch. Mhm. Nur, okay. Nur weil jemand keine Macht hat, ist der noch lange nicht unbedeutend, aber egal. Das beseitigt, aber David ist dran. Okay. Ich bin ein Mensch, real und männlich. Okay. Kennt man mich aus dem Fernsehen? Unter anderem. Unter anderem, ja. Würde ich auch sagen, ja, aber es ist nicht unbedingt dein... Nein, keine zusätzliche Information. Also ja, das ist ein Ja. Ich werde ja wohl reden dürfen, was ich will. Nee, du hast kein Recht. Nee. Okay. Unter anderem das Fernsehen. Okay. Bin ich... Hä? Nee, du bist nicht okay. Oh, schade, ja, dann ist sogar nicht da. Oh ja, schon Pech aber auch. Bin ich Politiker von Beruf? Ja. Aha. Okay. Oh Gott. Komme ich aus Europa? Ja. Oder bin ich Europäer? Jo. Jo. Okay. Gott. Komm ich aus Deutschland? Nein. Okay, ich bin kein Mensch. Bin ich denn männlich? Ich google. Erstmal, ich lese gerade schon. Ich würde eigentlich sagen, ja. Was habt ihr mir ihr schon wieder euch für, was habt ihr euch schon wieder für mich ausgedacht? Ja, doch. Ja, ich würde sagen, ja. Ja, sagen wir ja. Also ich nehme es einfach mal an, dass das eine fiktive Person ist, ja? Kann man sagen, ja. Ja. Hab ich denn aus einem Videospiel? Nein. Also, ich bin kein Mensch. Bin ich bekannt aus dem Fernsehen? Ja. Also,
Ja, ich würde auch wieder sagen, unter anderem. Also, bin ich bekannt aus einem Videospiel? Das ist so schwer. Nein, eigentlich nicht. Nein. Würde ich nicht sagen, nee. Okay. Gut. Bin ich eine fiktive Person? Nein. Goddammit. Okay. Also ich bin ein männlicher, realer Politiker-Mensch aus Europa. Gut. Komme nicht aus Deutschland. Komme ich aus Österreich? Nein. Nein. Bin ich aus Filmen bekannt? Nein. Ich würde sagen nein. Und so schnell bin ich wieder dran. Also... Bin ich weiblich? Nope. Nein. Also nein, ein klares Nein. Okay. Gut. Ja gut, dann bleibt ja eigentlich nur noch eine reale Person und deswegen die Frage, bin ich eine reale Person? Ja. 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 Das war mir nicht sicher. gut. Was kann man da noch fragen? Bin ich ein Sportler? Nein. Also, sagen wir es so. Nein. Es ist eine... Nein, ihr versteht es vielleicht das falsch, aber es ist auch eine Sportart, was der betrieben hat. Also... Okay. Ja gut, also, du sagst. Ich sehe jetzt als Sport auch E-Sport an, wenn das in die Richtung geht. Nein, es geht nicht in die Richtung, aber... Okay. Normalerweise verknüpft mir Sport mit Laufen und also mit Ausdauer, aber es ist nicht der Sport. Aber ich bin nicht als Sportler bekannt, das war ja, denke ich, die Haupt. Ja. Also nein, bist du nicht. Alter Ben, beschwer du dich noch einmal darüber, dass jemand so viele Tipps gibt. Ja, das ist, sonst kann man die Frage nicht beantworten. Ja, aber gar nicht, es ist dann Trost, hat mir wenn ich wirklich geholfen gerade. Okay, sehr gut. Weißt du nur trotzdem, dass ich kein Sportler bin. Also war es nein, oder was? Ist so nein. Ja. Okay, dann bin ich dann. Oh Gott. Ja, was gibt? England, komme ich aus England? Nein. Naja, aber David ist immerhin schon mal der Einzige, der seinen Bereich weiß. Ist echt so. Der ist ja, noch am nähersten dran. Ich bin also nicht aus Film, nicht aus Video. Bin ich denn aus Bewegtbild in irgendeiner Form? Nein. Alter, fick euch doch. bin ich bekannt aus einer Serie? Nein. Nein, okay. Also, nein. Gut. Na noch. Wenn ich kein Sportler bin... Bin ich ein Schauspieler? Ja. Ja. Würde ich so nennen, ja. Alter, Moment, was? Ach, nix. Wurscht, du bist Dicke Berede. Ja. Bursch. Bin ich ein anerkannter und ein guter Schauspieler? Auf jeden Fall. Gut. Also das gut ist jetzt relativ, aber ja. Ja, genau. Z-Promis und Porno-Darsteller aus. Ja. Ja, wobei. Nein, okay. Bin ich denn ein Amerikaner? Nein? Ja. Was? Sie ist der Amerikaner, was redest du? Ich hab ja gesagt. Ja. Er ist gut, ja in der ja genau. Ja, und dann wird David gesagt, hat nein, er hat er gesagt, oder? Ach so. Ich hab er gesagt. Okay. Ich hab nein. Sag ich doch. Ich auch. Goddammit. Gut, also, Gut. Lief einer meiner Filme in den letzten 3 Jahren. Im Kino natürlich. Erstmal googeln. Mhm. Ja. Oh, ich bin gut. gut. Ist es Richtung Comedy? Nein. Filme, die ich mache. Mhm. Nein? Nee. Okay. Ja, 3 Jahre waren es, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder 4 sogar. Ja. Ich kenne den Typen, oder?
Ja. Ja. Den ich hab. Ja. Also du würdest dich in einer Höhle vergraben, von jeglicher Art von Media würdest du nicht kennen. Mhm. Oh lol, bin ich Putin? Alter, wie bist du jetzt da drauf gekommen, du Sack, ey? Ohne mich. Oh mein Gott. Ich hasse dich. Aus. Ja, das hat er geraten. Toll. Nie wieder Politiker für David. Der hat sich jetzt durch Trump, hat er sich schon gedacht, oh ja, vielleicht nimmt er ja noch mal einen Politiker. Spielen wir eigentlich weiter oder machen wir direkt weiter? Ja, natürlich spielen wir sicher weiter. Bis sich jeder erwarten hat. Genau. Okay, ich bin nicht da. Also ich habe noch keine Ahnung. Bin ich denn aus Comics bekannt? Nein. Da, wo bin ich? Wie, kennt man mich überhaupt, Alter? Ja, das ja. Ich vor allem du kennst doch nicht mehr. Ich kenn ihn. Vor allem du. Ja, du musst ihn ja kennen, sonst könnte man ihn ja nicht nehmen. Ja, schon klar. Aber vielleicht ist das ja wieder so wie beim letzten Mal, irgend so ein Star Wars Nebencharakter, den ich vielleicht mal gesehen habe. Admiral Akbar kennt man doch. Ja, aber wie soll ich denn den erraten, Alter? Mir doch egal, du kennst den Ende. Toll, ich hab ihn mal gesehen und ich weiß ja auch nicht. Ui! Ja, eben, ich. Genau, eben. Hä, hey, was? Der ist bekannt aus einem Meme, sag ich ja. Ja, toll! Nein, nicht, also, haben wir einen Akten. Nicht. Also. Ja. Bin ich bekannt aus einem Film? Ja. Mhm. Gehen die Filme in Richtung Actionfilme? Nein. Okay. Gut, ja, dann Comedy ist nicht, dann bleibt ja vielleicht noch Actionfilme, sonst mache ich Actionfilme. Ja. Ja. Okay. Nicht schön, dass ich Schauspieler bin und obwohl ich mit Filmen so wenig am Hut habe wie sonst. Ja, den kennst du aber. Ja, den kennt jeder. Ich kenne viele Schauspieler, aber ich kenne sie nur vom Sehen. Das kriegt mir leider nicht. Goddammit. Dann werde ich wenigstens nicht Letzter. Ich. Ne, das wird eh. Ich versuche jetzt einfach mal. Ich versuche es einfach mal einen blinden Schuss. Bin ich Bruce Willis? Nein. Scheiße. Okay, TGW, kommen wir zu deiner Person. Woher kennt man denn eine fiktive Persönlichkeit noch? Bin ich aus dem Fernsehen? Nein. Ich bin ja nicht aus Bewegtbild, von daher. Der TGW wird sich so abhauen. Wird sich aufregen. Gehen die Filme in Richtung Comedy? Nein. Ach ja, übrigens, die... Ja, dann muss ich das hat er dann eh rein. Die Namen, wer wir sind, wurden entweder am Anfang eingeblendet oder stehen in der Beschreibung oder bei. Ja, genau, ihr habt dann eben einen Ton gehört, nachdem ihr nicht gucken dürft, wenn ihr mitraten wollt. Ja, oder sonst stehen es halt nur in der Beschreibung diesmal. Nee, es hat das letzte Mal schon nicht in der Beschreibung gestanden. Ja, dann steht es halt diesmal in der Beschreibung. Ja, ja, ist jetzt auch egal. Ja, ja, gut. Okay, habe ich in meinem Film, der ja wohl in den letzten 3 Jahren gespielt wurde, mit weiteren sehr bekannten Schauspielern gearbeitet? Ja. Ja? Okay. Ja. Mhm. Okay. Bin ich ein alter Sack? Was definierst du als alten Sack? Ja, die guten alten Schauspieler, so wie hier Ab Arnold Schwarzenegger, Alter? So in dem Alter Arnold Schwarzenegger. Ja, so. Ja. Ja. Ja, gut. Ja gut, das ist ja dann schon mal ziemlich eingeschränkt. Bin ich Arnold Schwarzenegger? Nein. Das wäre natürlich cool gewesen, aber... Ja, nice try. Wäre ziemlich cool gewesen. Kenne ich mich persönlich? Ja. Ach scheiße, ich bin... Was? Moment, also persönlich. Persönlich? Naja. Wie kennst du eine fiktive Person persönlich? Ach scheiße, ich bin ja fiktiv, ey, leck mich doch am Ärmel, ey. Ja, komm, geben wir noch einen Versuch, das war's. Ja, okay. Ja, aber jetzt get your facts together. Echt jetzt? Hä, ich hab bisher nur Neins bekommen, wie soll ich denn dann noch... Ich ja, aber du weiß, kannst ja ich... da denken, dass es das ging. Naja.
Nee, na, voll unprofessionell. Bei fiktiv gibt's nur real, so, das ist ja Logo. Dann, bei was haben wir noch? Ach, ist ja nicht. Ja, du kriegst noch eine Chance. Was laberst du? Frag. Hey, ich bin. Aber wenn ich eine fiktive Person bin, dann muss ich doch aus irgendeinem Bewegtbild bekannt sein. Nein. Warum denn? Ja, warum nicht? Es gibt doch andere Werke, die durch Menschenhand erschaffen wurden. Bin ich ein von einem Künstler gemaltes Gemälde? Nein. Nein. Netter Versuch. Meine Fresse, ich werde da nie drauf kommen. Ey, wieso kriege ich immer die Kackschweren, ey? Ohne ich bin Spaß. Bekannt aus einem Film und aus keinem Actionfilm, keiner Comedy. Mhm. Das bin ich bekannt aus einem Liebesfilm. Nein. Oh Mann. Was denkst du denn? Das sage ich jetzt nicht. Gut. Scheiße. Nee, das bist. Ja, oder vielleicht doch. Ja, du bist scheiße. Ich grenz. Und genau das da kommt jetzt mein Problem, ja, mit den Namen. Ich versuche einfach mal jetzt das so einzugrenzen. Oh mein Gott, ihr werdet sowieso lachen. bin ich der Hauptdarsteller von unter anderem Rocky Balboa? Ja. 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 Muss ich nur auf den Namen raus. Kennst du den echt nicht? Moment, lass mich überlegen. Kenn ich, der schwirrt irgendwo in meiner Birne rum, aber... Also der ist so bekannt? Mhm. Ja, klar ist er. Moment. Oh Gott. Kann ich mal kurz in die Werbung gehen oder so? Nein, kannst du nicht. Ja. Bin ich Sylvester Stallone? Ja. Juhu! Also Ben. Ach ja. Ich hab ja nicht meine Spur von was ich bin, Alter. Meine Fresse, es regt mich schon wieder auf. Ich hasse euch alle. Kann ich ja. Nicht verzagen. Und fragen. Halt's mal. Du bist dran. Ja, Ben. Nein, du. Nein, du. Ben. Hä? Warum soll ich so, René war doch drin. Hast du Alkohol getrunken oder geht's dir gut? Nein, ich bin nur gewöhnt, dass ich nach David dran bin, weißt du? Oh. Ja, aber ich hab's leider schon erraten. Ja, genau, deshalb, ja. Deshalb wusste ich jetzt nicht mehr, wer danach kommt. Aber egal. Bin ich aus einem Standbild bekannt? Was für ein Standbild? Ja, ein Bild, was sich eben nicht bewegt. Hä? Muss leider sagen, nein. Hey, the fuck, was zur Hölle? Nein, das geht nicht. Das geht ja wohl. Nein. Ah, TGW. Okay, also bin ich bekannt als ein Thriller? Mhm. Oh mein Gott. Nein, sie gibt den Geist auf. Nix. Geister? Geister? Ist Brot. Bin ich eine fiktive Persönlichkeit, die man aus so Hörensagen kennt, wie jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Nessie. Das wäre jetzt so ein also, ja, doch. Ja. Doch, ja. 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 Bin ich aus einem Buch? Ja. Oh, endlich, ey. Interessant, das Buch muss ich mal kaufen. Ja, also. Also, jetzt, ich würde mich aber Tipp, ja? Weil du Buch sowieso. Ist Buch. Also. Ja, ich bin halt aus der Geschichte raus. Geht. Ja, das ist die bessere Frage gewesen. Frag das doch nochmal. Mhm. Gibt sogar sehr viele Bücher über die. Ich würde als Tipp, ja, ich würde mal alle Bereiche, die in der Welt so wichtig sind, die in verschiedenen Kulturen der Welt so wichtig sind, würde ich mal durchfragen. Ja, bin ich aus dem Fantasy-Bereich, hatte ich eh vor. Nein. Oh. In welcher Welt ist Fantasy so essentiell für die Menschen? Hä?
Weißt du, wie Fantasy in letzter Zeit an Berühmtheit gewonnen hat? Ja, okay. Es war auf jeden Fall nein. Gut. Wir geben nicht mehr Tipps, sonst wird es unfair. Ja. Ah ja, mit unfair. Ist schon schlimm genug, dass ihr mir so einen Charakter gegeben habt. Das ist voll einfach eigentlich. Naja. Für uns. Ja. Gut. Ihr wisst es ja. Komme ich aus einem Trickfilm? Nein. Alter. Ich gehe alle Filme durch, Leute. Das ist euch klar. Ich geb jetzt einfach mal einen Schuss ins Schwarze. Bin ich schon... Nein. Frage ich nicht. Den gibt's ja mal schon. Also ein Buch, was nicht verfilmt wurde. Was zur Hölle? Was gibt's für Bücher, die sich denn dann verfilmen? Hä? Nix. Bin ich ein Buch? Du bist was? Kein Buch. Eine Geschichte? Das ist auch keine Geschichte. Bin ich aus einer Geschichte, die in neuerer Zeit geschrieben wurde oder ausgedacht wurde? Nein. Neuerer Zeit, was? Ja, so 20. 21. Jahrhundert rum. Ach so, was gibt's noch für Arten? Also, ja, bin ich bekannt, das ist ein Kinderfilm. Nein. Wir brauchen vorne einen Button, der so meh macht. Bin ich? Meh, was? Bin ich eine Person aus der Bibel? Nein. Also nein. Eine religiöse Person. So, jetzt bin ich wieder dran. Bin ich bekannt aus einer Pornografie? Nein. Wobei, also... Nein. Nee. Was? Es gibt ja auch Porno-Parodien. Ist doch egal. Halt dein Maul jetzt. Hab ich denn etwas mit Religion zu tun? Ja. Ja. Oh, sehr schön. Bin ich aus dem Hinduismus? Ja. Ja. Bin ich Ganesha? Ja. Oh, geht doch. Ja, vor Ben fertig geworden. Sehr schön. So, jetzt gehe ich alles durch, Leute. Komme ich aus einem Dokumentarfilm? Nein. Komme ich aus einem Krimi? Nein. Komme ich aus... Was gibt's noch? Aus einem... aus einem Tanzfilm? Nein. Du denkst viel zu kompliziert. Ist echt so. Gar nicht so speziell. Komme ich aus einem lustigen Film? Nein. Komme ich aus einem... Actionreich, ja. Aber wie schon gesagt, das ist kein Actionfilm. Genau. Ja. Ist es Deadpool? Nein. Nee. Schade. Doch ein Actionfilm, oder? Nein, ist ein Verarsche eigentlich für alles. Ja, also nein. Das muss man schauen. Das Genre Verarsche für alles. Lasst euch. Komm, das einfach. Ja, für euch. Reden ja die Genre. Bin ich ein Schauspieler? Nein, das geht gar nicht. Das hast einfach nicht gefragt. Ja, aber ich bin ja kein Mensch. Ja, es gibt auch Tiere. Ach, sehr. Komm ich aus Star Wars? Ja. Oh mein Gott, bin ich Yoda? Nein. Bin ich Skywalker? Nein. Obi-Wan Kenobi? Nein. Alter, wenn du kein Mensch bist, kannst du nicht Obi-Wan Kenobi sein. Ist ja egal, ich bin frustriert. Das stimmt. Ja, nächste Frage. R2-D2. Nein. Oh mein Gott. Ich würde noch ein bisschen allgemeiner fragen. Noch nicht so die spezifischen Leute, bitte. Allgemein? Ein Jedi? Nein. Alter Schwede. Ey, wenn du nicht Jabba the Hutt? Nein. Der wäre episch gewesen, wenn er das mich fragen kann. Alter. Kommt die Figur aus den neuen Star Wars? Nein. Das ist sehr gut.
Hast du gesehen oder was? Weil den einen noch nicht geschaut. Übrigens, Deadpool ist ein Actionfilm. Mit satirischen Elementen. Ja, siehst du? Satirisch. Ja, egal. Bin ich ein Sith? Ja. Wie heißt denn deine Typ? Weiß ich nicht. Ich hatte mit meinem Charakter vier Lichtschwerter. Nein. Okay. Let's try. Bin ich der dunkle Sith? Nein. Braucht so einen Nein-Zähler. Können wir das einblenden? Nee, lass mal, das ist nur zu viel, nur noch mehr Arbeit für mich, hallo? Nein, das geht nicht. Muss da was machen für dein Geld. Ja. Echt so, Alter. Ach, wen gibt's denn dann? Bin ich Darth Vader? Nein. Alter. Ja, ich bist du alle durch, alle Charaktere. Ist echt. Ich bin auf jeden Fall ein Sith, das hab's dir gesagt. Yes. Kenn ich den wirklich? Seid ihr euch das sicher? Ja, jeder kennt. Ich darf Maul? Yeah! Ja. Alles klar. Evo ist aber der kein Mensch. Der ist genau genommen, wenn es in der Jedipedia nachlesen wird, ein Dathomiri. Alles klar. Warum? Ja, und mit diesen wunderschönen Worten... Ein dathomirischer Zabrak. Oder Schabrak, wie man sagen möchte. Genau. Okay. Ja. Ja, also TGB baut noch einen Nein-Zähler ein für mich. Nein, tue ich nicht, nein. Doch, mach er. Oh doch, das wird er machen, keine Angst. Ja, dann wird jetzt einmal, wenn du sagst, du baust jetzt einen Nein-Zähler ein, wird dann da einmal kurz Nein eingeblendet. Das ist alles. Zu den Nein-Kern, oder? Genau. Oh Gott. Gut, also ja, wir sind jetzt tatsächlich schneller fertig geworden zu viert als David und ich bei der letzten Folge zu zweit. Alles klar. ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie ihr wollt. Je nachdem, wie es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen und so weiter. Tschüss. Ciao.